Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Ich mache weiter mit meiner Rückbetrachtung der Sendung Schach der Großmeister. Die berühmteste Schachsendung im deutschen Fernsehen, im WDR, in den 80er, 90er Jahren, Anfang der 2000er, der 10er Jahre, Nuller Jahre sagt man, nicht 10er, Nuller Jahre. Wir sind angekommen im Jahr 1999. Arthur Yusupov gegen Jörg Hickel. Ihr erinnert euch vielleicht, das letzte Video war 1998. Das war aus meiner Sicht die beste Partie in 22 Jahren. Schach der Großmeister zwischen Wladimir Kramnik und Michael Adams. Aber es war nicht so, dass immer die Gewinner nächstes Jahr wiederkamen. Es gab da wohl auch mal so wahrscheinlich terminliche Überschneidungen, sodass die Spieler nicht immer kommen konnten. Und so wurden für 1999 zwei sehr starke deutsche Großmeister eingeladen: Arthur Yusupov. Ich denke, er war die Nummer 1 damals in Deutschland. Absolute Weltklasse, so Ende der 80er, Anfang der 90er. Er ist Anfang der 90er nach Deutschland übergesiedelt, stammt ja aus Russland und spielte lange für die deutsche Nationalmannschaft, war absolute Weltklasse, viele, viele Jahre. Toller Typ. Ich habe ihn letztens in Dortmund mal getroffen, hat er kommentiert. Inzwischen arbeitet er eigentlich nur als Trainer und Kommentator und ein ganz, ganz toller Mann, Mensch, mit dem man sich super unterhalten kann, sehr viel lernen kann. Jörg Hickel war damals deutscher Meister, 1998 meine ich, ist er deutscher Meister geworden, 1999 jetzt hier, wurde vielleicht deswegen auch eingeladen. Ja, gehen wir rein. Schach der Großmeister, könnte natürlich auch alles auf YouTube die alten Sendungen anschauen, die sind hochgeladen worden. Kommentar von Helmut Pfleger und Vlastimil Hort. So, Bedenkzeit eine Stunde für die Spieler jeweils, ohne Zeitgutschrift, damit die Sendung natürlich nicht überlängert. D4. E6 bietet Französisch an. Dieses E6 auf D4 ist ein Angebot, in Französisch überzugehen. E4 und dann wären wir nach D5 in der französischen Verteidigung. Also dieses E6 spielen hauptsächlich Spieler, die auch gerne auf E4 mit Französisch antworten. Aber Yusupov war wohl eher kein E4-Spieler. Er spielt Springer F3 hier und dann kommt F5. Holländisch mit E6, das ist. Also heutzutage sieht man das eigentlich gar nicht mehr. Eigentlich damals auch nicht. Das ist ein seltener Aufbau mit Läufer E7 und Springer F6, den Schwarz hier wählt gleich. Das ja, holländische Verteidigung kenne ich eher mit G6 und Läufer G7. Finde ich persönlich auch etwas natürlicher. Wir werden gleich sehen, wie der Aufbau geht. G3, Springer F6, Läufer G2, Läufer E7, Rochade, Rochade. Das sind alles jetzt normale Züge, Entwicklung. C4. Weiß hat etwas Raumvorteil im Zentrum, zwei Bauern im Zentrum, Schwarz dagegen diesen Aufbau mit E6, F5. Ich finde, das sieht ein bisschen unnatürlich aus mit dem Läufer auf E7. Ich frag mich, was der da eigentlich macht. Naber, Jörg Hickel ist auch bekannt dafür, dass er unübliche Eröffnungen gespielt hat. Er hat auch sehr viel mit D6 gespielt, ne? Und auch mit Weiß immer so D3, E3 und war da ein ganz großer Experte in diesen Aufbauten. So, jetzt geht's hier weiter mit D6. Springer C3. A5 sichert sich ein bisschen Raum am Damenflügel. B3 kontrolliert das Feld A4 hier, bereitet Läufer B2 vor. Dame E8, typischer Zug in der holländischen Verteidigung. Die Dame will rübergehen. Ich denke, in vielen Situationen hat Schwarz einen schönen Angriff, wenn Weiß nicht adäquat reagiert. Läufer B2, Dame H5. So, stellt die Dame hier am Königsflügel auf, aber momentan droht noch nichts. Dame C2 verbindet die Türme. Alles normale Züge, da muss man gar nicht viel sagen zu. Guckt ein bisschen nach E4, eventuell ist E4 möglich. Schwarz entwickelt sich weiter mit Springer C6. Turm AD1 bringt den Turm ins Zentrum. Läufer D7, das ist Entwicklung. A3 deckt prophylaktisch hier das Feld B4. Turm AE8. Beide Seiten haben jetzt ihre Entwicklung vervollständigt. Beide Seiten spielen noch sehr geduldig, muss man sagen. Bringen erstmal alle ihre Figuren ins Spiel. So wie das sein muss. Goldene Regeln. Im Prinzip bräuchte man auch keine Theoriekenntnisse hier. Die Züge, die Weiß gemacht hat, sind alle nachvollziehbar. Schwarz eigentlich auch für diesen Aufbau. Dieser gesamte Aufbau mit Schwarz ist schon fragwürdig. Und Weiß legt jetzt schon den Finger in die Wunde hier im Zentrum. Und wird aktiv mit D5. Starker Zug, greift hier den Springer an, greift den Bauern an. Springer D8 zurück.
Ich hatte etwas vergessen zu erwähnen zu den beiden Spielern. Zu dem damaligen Zeitpunkt war Yusupov 39 Jahre alt, Hickel 34 Jahre alt, Yusupov inzwischen die Nummer 35 der Welt hier im Jahr 99. Es war so, dass er Ende der 80er, Anfang der 90er immer so Top 10 war, knapp an der Top 10 immer. Zehnter, Elfter. Ich weiß gar nicht, was seine beste Platzierung jemals war. Ist auch nicht so leicht herauszufinden. Und Hickel war hier die Nummer 124 der Welt. Springer B5 hier. Was für ein Zug. Toller Zug. Super gerechnet. Sehr konkret auch. Es wird jetzt konkret. Nach der Eröffnung droht Springer schlicht C7 und Schwarz hat keine Wahl. Er muss den Springer nehmen. Also das hat er ja super gerechnet. Den sehen wir gleich, ne? Es gab natürlich auch den einfachen Weg hier mit D schlicht E6, Springer E6 und E3. Das ist auch etwas vorteilhaft für Weiß, weil Schwarz diesen schlechten Bauern auf E5 hat. Was macht der da? Der ist einfach schwach, der Bauer. Aber Springer B5 ist noch stärker. Schwarz nimmt CB5 und jetzt gewinnt Schwarz einen Bauern, Springer D5. Und man fragt sich so, was hat hier Yusupov geplant? Warum opfert er hier einen Bauern? Es gibt hier Springer D4. Der Zug sieht sehr natürlich aus mit der Idee Springer schlicht E6, Springer E6, Läufer schlicht D5. Das ist gut für Weiß. Aber er spielt hier noch stärker und so ein bisschen für die Galerie, für die Zuschauer, Turm schlicht D5. Das ist objektiv auch korrekt. Schlagen auf D5 und jetzt Dame schlicht C7. Schwarz hat viele Bauernschwächen. Hier. Ja gut, der F5 ist nicht unbedingt schwach, aber der Doppelbauer, der A5 ist schwach, wird von der Dame angegriffen, kann auch nicht gedeckt werden. Schwarz hat ja seine Kräfte komplett am Königsflügel konzentriert. Das heißt, der Damenflügel ist irgendwie komplett vernachlässigt. Man kann sich dort fast schon nach Berlin bedienen. Und dementsprechend hat Weiß hier nicht nur Kompensation, sondern steht sogar besser hier. F4. Und jetzt hätte sich Weiß einfach bedienen können. Hier Dame A5. Ein ganz wichtiger Bauer. Dann zurückgehen und dann die Bauern laufen lassen am Damenflügel. Stattdessen Springer D4. Lässt ein bisschen Luft rein. König A8, sehr starker Zug, geht aus diesen ganzen Schachs weg hier. Ich denke, nach Springer D4 drohte so ein bisschen Läufer F3 hier. Und dann gibt es hier nicht so gut viele gute Felder für die Dame. Muss man genau hinschauen. Also König A8 ist tatsächlich sehr gut. Läufer F3 greift die Dame an. Ja, und wohin mit der Dame hier? Ist gar nicht so leicht. Dame G6 ist der beste Zug. Dame A5, Läufer F6, Dame D2 zurück und jetzt nehmen auf G3 und dann am Ende Springer F7. Das ist wichtig, dass der Springer über F7 wieder ins Spiel kommt. Der steht ja auf D8 total passiv. Und dann halt sowas wie Springer G5 hier, den Läufer attackieren, eventuell das Feld H3 attackieren und die Sache ist nicht so super klar hier. Na, aber das ist nicht super klar. Das ist hier hat Schwarz Gegenspiel halt am Königsflügel. Dame G6 war konkret der beste Zug. Stattdessen Dame F7, nimmt dem Springer das Feld F7 weg. Dame schlicht A5, nimmt den Bauern weg. Läufer F6, Dame D2 zurück. Schön zentralisieren wieder, dem A-Bauern hier Platz machen. Außerdem deckt die Dame den Läufer, das ist ganz wichtig, weil eine der Ideen hier auch Springer E6 war. Läufer E5 erstmal, A4. Weiß hat Läufer und Bauer für den Turm. Materiell nicht so dolle. Aber Schwarz hat hier Schwächen im Zentrum. Der Bauer B7 ist schwach. Und Weiß hat hier einen sehr simplen Plan mit Laufen der Bauern am Damenflügel, ne? Freibauern schaffen. Und am Königsflügel passiert gar nicht so viel. Dame F6 macht hier so ein bisschen Druck. A5. Ja, bloß nicht hier Läufer D5, das wäre ein dicker Fehler wegen FG3, HG3 und hier Läufer G3. Der F-Bauer ist gefesselt, das wäre hier nicht so gut. A5 ist schon richtig. Und jetzt hätte Schwarz immer noch Springer F7 spielen sollen. Idee Springer G5 oder Springer H6. Auf jeden Fall den Springer auf dem Brett halten. Stattdessen spielte Hickel Springer E6 und das ist schon eine ernsthaft der Ungenauigkeit, denn jetzt kann Weiß abwickeln. Springer E6, Turm E6 und jetzt Läufer E5. Nicht Läufer D5, das hatten wir gerade schon. G3, G3 nehmen. Ne, Moment, der Läufer hängt. Läufer E5, DE5. Na, er will die Struktur verbessern. Turm E5 ist vielleicht ein bisschen besser, aber dann
Läufer D5 ist zum Beispiel hier ein Fehler wegen Turm F5. Und dann gibt es hier Probleme auf der F-Linie irgendwann. Dame D4 ist aber sehr stark. Mit der Idee A6 hier. Ne? Und der A-Bauer ist einfach viel zu stark hier. Stattdessen D schlicht E5. Dame schlicht D5. Jetzt hat Weiß natürlich auch mit Läufer und zwei Bauern genug Material. Und potenziell natürlich immer noch den Freibauern auf der A-Linie. Turm E7 deckt den Bauern B7. B4 schiebt die Bauern vor. Dame G6. Die Idee ist offensichtlich, Schwarz möchte E4 spielen. Das verhindert Weiß mit selbst Läufer E4. Dame G4 greift den E2 an. Dame D3 zurück, deckt den E2. Dame E6 zurück. Und jetzt A6. Jetzt schiebt Weiß endlich den Bauern vor. Turm D7 greift die Dame an. Dame A3 unterstützt den Bauern von hinten. Dame C4 greift E2 an, greift B5 an. Läufer B7. Dame B5. Jetzt ein sehr natürlicher Zug von Weiß. Läufer F3 zurück, deckt den E2. Tatsächlich war es hier, ja, es ist nicht immer leicht, die besten Züge zu finden, gerade auch in so einer Partie mit einer Stunde Bedenkzeit. Läufer E4 ist ja sogar noch besser. Idee, Dame E2 und hier B5. Angriff auf den Turm. Turm DD8 und hier Dame B4. Deckt den Läufer und jetzt gewinnen die Bauern relativ einfach hier. Schwarz kann nichts mehr dagegen tun, dass die Bauern einfach vorlaufen hier. Turm D4 geht ja nicht wegen Dame F8. Und Weiß gewinnt hier. Stattdessen kam Läufer F3, das macht das Ganze nochmal spannend. Turm A7. Greift den ja. Wenn Weiß Läufer E4 gespielt hätte, dann hätten wir immer Läufer D3 in solchen Stellungen. Ne? Das ist auch ein Unterschied. Deswegen war Läufer E4 besser. Hier Turm A1. Und hier hätte Schwarz noch ordentlich Gegenwehr leisten können. Mit Turm B8. Einfach auf den Bauern B4 gehen. Und Weiß kann nicht beide Bauern verteidigen. Dame A5 ist noch das Beste. Schlagen auf G3 erstmal, dann auf A5. Naja, wenn er B-Bauer nimmt, dann nimmt er A6. Turm B4. Und das hier, also Weiß steht natürlich hier immer natürlich immer noch gut, besser. Aber ich denke mal, bei bester Verteidigung sollte das Remis sein. Da ja Weiß hier nur noch einen Freibauern hat am Damenflügel. Also Turm B8 war ein sehr starker Zug. Stattdessen spielte Schwarz Turm F6. Verständlich, er geht auf den ersten Blick noch stärkeren A-Bauern. Aber es gibt hier eine Grundreihenschwäche für Schwarz. Und deswegen geht Dame C3 sehr stark. Mit der Idee Dame C8 matt. Schwarz muss jetzt die Grundreihe, muss dem König ein Luftloch machen. G6 mit der Idee König G7. Aber jetzt kommt Turm A5. Auch wieder sehr, sehr konkret. Häufig, ne? Diese konkreten Sachen. Halt, ne? Dame B6. Dame schlicht E5. Fesselt hier den Turm. Turm E5 war noch stärker laut Engine, aber gut. Dame E5 reicht eigentlich. FG3, sorry, HG3. Turm A6. Schwarz bekommt einen Bauern wieder. Und jetzt aber Turm B5. Der Turm dringt ein hier. Schwarz hat große Probleme mit seinem König plötzlich. Dame E6, Turm B8 Schach, König G7, Turm B7 Schach. Ja, König muss irgendwo hin. König A6 sieht noch nach dem kleinsten Übel aus. Dame C7. Droht Dame H7. Dame H4, Dame F4. Schöne Schaukel hier. Matt. Deswegen muss Schwarz das decken mit Dame G8. Aber jetzt steht Schwarz zu passiv. Dame C1 Schach. G5. Läufer E4. Und plötzlich droht hier Turm A7. Uff. Turm F7. Einziger Zug, der das irgendwie verhindert. Aber jetzt kommt Läufer D5. Schwarz ist komplett hier überspielt. Er spielte jetzt noch Dame A8 mit der Idee, ich glaube mit der Idee Turm A1, aber es kam Läufer schlicht F7 und Schwarz gab auf. Erstaunlicherweise. Er hätte noch Turm A1 spielen können, aber vielleicht hat er die Zeit überschritten, ich weiß es nicht. Aber hier geht Turm B6, ne? Turm B6, ja klar, Turm B6, was rede ich denn da? Idee König G7, Dame A1. Genau, Turm B6. Super gerechnet hier von Yusupov, muss ich sagen. Tolle Partie insgesamt.
Hitler gar nicht, eigentlich gar nicht so viel falsch gemacht. Man könnte natürlich sagen, okay, er hat die falsche Eröffnung gespielt. Und Yusupov war in der Lage, das halt wirklich total sauber gegen zu spielen. Ne? Sehr, sehr stark fand ich ausgangs der Eröffnung diese Springer B5. Ne? Also richtig stark, wie gut er das gerechnet hat und auch vor allen Dingen auch eingeschätzt hat, wie gut das für ihn ist. Und auch ein sehr sauberer Plan halt. Ne? Die Freibauern am Damenflügel laufen zu lassen, das war hier nicht so Computerschach, das war wirklich sehr menschliches Schach. Bauern laufen lassen am Damenflügel und dann halt mit diesen Bauern gewinnen. Ne? Kombiniert dann letztendlich mit den Drohungen gegen den schwarzen König. Eine sehr, sehr saubere Partie hier. Ich muss sagen, eine sehr gute Partie. Eine, ich würde sagen, auf jeden Fall eine der besten Partien innerhalb dieser Reihe Schach der Großmeister. Da haben wir ja doch einige dröge Partien schon gesehen, muss ich sagen. Sehr technische und das war eine sehr, sehr ansehnliche Partie. Es gibt noch ein paar Jahre, die übrig sind bei Schach der Großmeister. Die werde ich natürlich auch hier nochmal zeigen. Gerne einen Kommentar hinterlassen. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Video.